Hallo und herzlich willkommen zum Let's Show zu Path of Exile Abyss Liga. Ja, wir sind hier im 8. Akt und müssen noch kurz den Endboss besiegen. Dann haben wir den 9. Akt, der ist sehr, sehr genial. Ich liebe den. Und wir haben hier ein Facebreaker-Bild. Facebreaker sind die Handschuhe, Gesichtsbleche auf Deutsch natürlich. Und ich greife mit altehrwürdiger Kriegshäuptling, also Ancestral War Chief an. Und durch die Facebreaker und dass ich keine Waffe trage, werden meine Angriffe um 796% verstärkt. Und es geht so stark ab, dass ich eigentlich nie Probleme hatte, bis jetzt noch nie gestorben bin, glaube ich. Und deshalb, ja, möchte ich es auch ein bisschen zeigen, weil ich habe ja gesagt, der explosive Todbild am Anfang der Abyss Liga sei wirklich unschlagbar und so. Und doch war der dann schon arg im Bedrängnis. Und jetzt, da ich so ein Bild habe, da ich auch viel mehr zeigen kann, bin ich eigentlich so bereit, euch mal ein bisschen zu zeigen, wie man ein Bild spielt, der relativ leicht zu machen ist. Für den Ersten, der sich meldet, den habe ich noch natürlich noch ein paar Facebreaker in guter Qualität, glaube ich 9%. Also lohnt sich auf alle Mal ein Bild so anzufangen, für die, die Hilfe brauchen. Und ich mache dieses Let's Show jetzt einfach kurz noch, um zu den Maps zu kommen, und dann werden wir natürlich sehen, wie gut der abgeht. Es ist also kaum, ja, dass er jetzt nicht so stark wird. Also es ist nämlich so stark, dass ich hier einfach herumlaufen kann, ohne dass ich viel Schaden bekomme, außer vom Gift. Aber das Gift, das ist so langsam, also ich muss eigentlich nichts machen. So. Ist aber natürlich klar, jetzt bin ich auch durchgerusht, dass ich schon ein bisschen Schaden bekomme. Die Gegner sind ja natürlich auch schon stark. So. Und ich habe jetzt wirklich eher auf Life geschaut, dass ich mal ein bisschen mehr Life habe als andere Builds. Und deshalb bin ich jetzt auch nicht gerade so zäh. Aber wir können gerne mal auf den Skilltree schauen, wie ich das gemacht habe. Es ist dann nämlich kinderleicht, diesen Bild zu skillen. Weil ganz viele Nords, die bringen einfach gar nichts. Das heißt also, wir haben einen Weg und dann müssen wir nehmen. Es gibt kein anderes Ding. Also es werden mal die Toten Nords, die sind natürlich klar. Ja, müsst ihr nicht alle nehmen, einfach die auf dem Weg sind. Dann natürlich AOE und ja, altwürdiges Band natürlich, damit wir zwei setzen können. Hier unten ist eigentlich auch alles klar. Das Leben und so braucht ihr erst bei den Maps, könnt ihr später dann rein tun. Und eigentlich nur Schildmods. Keine Angriff, Schadenmod, nichts. Weil starker Arm ist für Einhandwaffen und wir haben keine Einhandwaffen. Dann die verschiedenen Sachen sind für die, also ja, für die verschiedenen Waffen, die bringen ja auch nichts. Wir tragen keine Waffe. Und deshalb bleibt nur noch Schild. Schild hier, bis hier. Oder nein, die zwei nicht, sondern die zwei. Damit ihr mehr blocken könnt. Weil Schaden müsst ihr eben nicht machen, könnt ihr natürlich auch noch dazu machen. Und hier unbedingt recht schnell zur Kampfkunst des Gladiators, dass ihr nicht so langsam seid. Und ich habe jetzt extra Juggernaut genommen und nicht Berserker, weil Berserker hat dann wieder 10% mehr Schaden, den er leidet. Und der Juggernaut hat automatisch eine Widerstandsgeneration. Der ist bei hier, bei unbeirrbar. 30% Chance bei Elitentreffer eine Widerstandsladung zu bekommen. Und Widerstandsladung gibt mit dem eigentlich auch also Elementarschadenwiderstand und physischen Widerstand noch ein bisschen mehr. Allein der Schaden geht hoch um 6% pro diese Widerstandsladung. Die kann man dreimal noch im Skilltree holen. Das sollte eigentlich allen klar sein.
Und dann habt ihr also eigentlich 9, glaube ich, oder sind es 8? Ich kenne jetzt da mit der Widerstandsladung, also beziehungsweise allen Ladungen nicht so aus. Ich mache nicht so gerne solche Builds. Aber wenn es automatisch ist, natürlich, wieso nicht? Weil die dann immer wieder hochzuhalten und so, das ist nicht so meins. So, was haben wir dort? Brauchen wir nicht. Haben wir schon. So, jetzt sind wir gleich beim Boss. Da könnt ihr noch schauen, ich mache immer wieder Fortify an. Das ist dieser Zackenkranz da. Und dadurch seid ihr noch mehr geschützt natürlich. Und macht mehr Schaden. Also das ist wunderbar. Es ist so einfach und trotzdem spielen es sehr, sehr wenig mit Facebreaker. Weil sie es nicht haben, also die Handschuhe. Oder weil ja es niemand mehr kennt oder alle denken, ja, es sei genervt worden. Und so weiter. Also. So, jetzt sind wir da bei den Bossen. So, ich bin jetzt nicht mehr so am Raschen, also ich will jetzt auch euch Gameplay natürlich zeigen in den Videos. Ich werde ab und zu noch Livestreams machen, wo ich dann ein bisschen schneller alles mache. Und hier zeige ich einfach das Wichtigste, nämlich Bosse besiegen und so Sachen. So, da kommen noch die zwei Engel. Ah nein, das ist nicht hier, das ist bei Kita. Bin ich völlig nicht mehr so im Kopf, was ich alles brauche. Also jetzt konzentriere ich mich natürlich gerade, weil die machen extrem viel Schaden. Fortify an natürlich. Da habe ich mit jedem Bild Probleme gehabt bei diesem Endboss, also vom Akt 5, 8. Ja, jetzt bin ich wirklich ein bisschen unkonzentriert wegen den vielen Effekten hier. Die muss ich nämlich alle ausweichen, sonst bekomme ich zu viel Schaden. So. Ja, geht relativ gut. Ich mache einfach jetzt wieder ein bisschen zu wenig Schaden. Das liegt einfach daran, dass ich natürlich nichts skillen kann und nichts tragen. Ich kann also meinen Schaden nicht verbessern, weil ich keine Waffe trage. Nur über das Schild. Oh, die fangen jetzt langsam an. Das ist heftig. Nicht schlecht, aber ich habe eine getötet. Sehr gut. So. Wunderbar. Das nächste Gebiet, das gefällt mir immer sehr. Ich mag diese Viadukte. So, sehr schön. Das mit, was verkaufbar ist, gut. Von der Ausrüstung her habe ich natürlich alles physischen Schaden. Vor allem diese blanke Schaden macht extremen Anstieg vom Schaden und eben der Gürtel. 5 bis 15 blanke physische Schaden ist natürlich sehr toll. So, jetzt schauen wir mal kurz, welche Seele jetzt am besten für uns ist. Also die Bosse, die machen jetzt wirklich nicht so viel physischen Schaden, deshalb nutze ich jetzt mal Lunaris. Werde aber wahrscheinlich in den Maps dann wechseln müssen. Ja, wenn wir dann Hydra, glaube ich, Feuer. Wenn der Ding, wer ist der andere? Minotaurus, genau. Wenn der Minotaurus kommt, wenn wir den machen können, dann wechsle ich mal auf Solaris, aber sonst nicht. So, na, ihr müsst immer einfach schauen, dass es für eine Charakterklasse gut ist, für ein Bild. Und nicht was anderes sagen, nur so. Weil es wird Solaris empfohlen bei den Builds. Komischerweise. Aber wenn ein Bosskampf ist, dann hast du sowieso genug Ladungen, Widerstandsladungen, dann musst du die nicht haben. Und ja. Ich kenne mich ja aus, ich spiele viel besser als andere meistens. Also ich habe keinen Bock. Zum Beispiel jetzt. Naja. Ich bin ja Solo-Self-Hunter.
Ich muss ja gut spielen eigentlich. Also eben, es sind so ganz einfache Builds. Und ja, das ist normal. Ich spiele ja eher einfache Builds, weil ich möchte ein Spiel nicht extremst lernen oder ja, frustresistent sein oder so. Ich will einfach ein Spiel genießen können und das kann ich auch, wenn es halt auch ein bisschen OP ist. So. Ja, Angriffsgeschwindigkeit könnte ich dann auch irgendwo nehmen. Ja, genau, beim Duelist gehe ich am besten nach oben zum Duelist Anfang. Bin ja jetzt beim Duelist. So, Arcana-Stiefel. Arcanisten-Stiefel. Zeichen des Wilderes bringt eigentlich nicht so viel, weil wir dann auf... jetzt muss ich kurz schauen, wie das heißt auf Deutsch. Einfach Blood Magic halt. Ja, Blood Magie stimmt. Gut. Wenn ich Blood Magie habe, natürlich. So, die Risse, die sind immer zu schwer gewesen für meine Magier, weil sie, also die Spalten, weil sie halt einfach zu viel Dot-Effekte und alles gehabt haben, starke Angriffe. Aber mit diesem Bild, ich muss eigentlich nichts machen. Die Totems machen nur alles, das ist so schön. Naja. Ja, jetzt kommt der Dot wieder. Ja, ich bin ein bisschen langsam, also ich müsste ein bisschen mehr Schild und Sturm einsetzen. So. Also es ist halt jetzt auch wieder kein super schneller Bild. Da brauchst du halt einfach sehr viel Zeit fürs Handeln und so alles. Ich spiele so self-found, ich habe die Dinge nicht, die man braucht. Und deshalb spiele ich solche Builds, die halt ein bisschen langsamer sind, aber... Das Spiel ist ja schon zu schnell eigentlich, um so locker zu spielen. So, gehen wir mal kurz zurück, ausladen. Das ist leider halt, wenn man jetzt einfach Currency braucht, im Solo Safe Front hat immer wieder ein Ding, das man halt machen muss, das Verkaufen. Da gibt es überhaupt keine Support-Optionen, die Entwickler machen das einfach nicht. Und deshalb leiden vor allem die Solo Self-Founder. Das ist recht gut. Ist aber, das ist besser, weil es mehr Füllungen hat. Ja. Wir nehmen das aber auch trotzdem mal in die Trankkiste. So. Be careful. Ja, wie ihr seht, habe ich recht viel schon gefunden. Exalted Orbs hat noch natürlich sehr wenig, weil ich ja Solo Self-Hand spiele. Die anderen haben das als Währung, die Händler. Und da ist noch einer. Ja, deshalb ist es bei mir noch nur bei einem. Aber das ist mal ein super Weihnachtsgeschenk direkt an Heiligabend. Und deshalb, ja. So, dann geht's weiter. Können aber hier noch eine Belohnung vielleicht abholen? Nö. Okay. Der auch nicht. Komisch. Also ja, also der Boss gibt eigentlich nie Belohnung, stimmt. So. Und der Bild ist eigentlich immer zum Einsteigen sehr gut. Ohne Facebreaker, mit Zweihandwaffen. Und wenn ihr Facebreaker habt, müsst ihr halt umskalieren, also umskillen. So, jetzt sind wir ein bisschen schneller. Ja, eindeutig schneller beim Laufen. Super. Das hat uns wirklich gefehlt. Also so schnell wie möglich runtergehen und nicht noch andere Sachen nehmen. Skillen. So. Ich habe dann ein paar gute Sachen, Rüstungen und so weiter
Bis Endgame. Ich bin jetzt Stufe 65. Ich kann meine Superrüstung tragen. Okay, da habe ich doch gerade gar nicht so darüber gedacht. Nachgedacht. Schrei der Unsterblichkeit. Ja, als Widerstandsladung. Ja, müssen wir nicht einsetzen. Ein anderer Bild dann. Also gehen wir nochmal kurz zurück. Ja, machen wir ein bisschen Zockeln. Das ist natürlich auch wichtig. Damit wir 5 Dinge haben. Linke zockt. So. Also, die Rüstung ist hier. 62, 65, okay, schon 3 Level vorher. Da habe ich jetzt einfach nicht so da gedacht, dass ich so schnell levele. Also, probieren wir das mal aus. Wir können ganz viele kaufen. Ich hoffe es einfach mal, dass wir 5 Linked bekommen. Für 6 Linked haben wir dann einfach zu wenig von diesen Goldschmied-Orbs. So. Das sind 4. Das sind auch 4. Ja. Ist wie immer, ich habe 0 Glück. Also nächste 4er muss ich wählen. Ja, aber so nicht. Da ist 4. Ja, zu wenig Orbs, also ihr seht, ich müsste alle anderen auch noch umwandeln. Also, ich brauche ein grüner Orb oben und einen blauen Orb, sonst 2 rote Orb. Ist sehr schwer mit einer Stärkerüstung. Aber sollte jeden Moment so sein. Sollte. Nee. Shit. Jetzt, wow. Dankeschön, liebes Spiel. Doch noch ein wenig Glück. Ja, das ist natürlich ein riesen Anstieg von Defensive. Jetzt habe ich wahrscheinlich schon Maximum Resistenzen. Ich kann die Rüstung noch einmal zeigen. Ja, fast alles komplett gut. Hauswiderstand ist ja immer zu vernachlässigen. So, wunderbar. Jetzt kurz die Rüstung nochmal zeigen. Also 8 zu allen Widerständen. 33 erhöhte Rüstung. Nochmal alle Widerstände, die elementar sind. Dann noch Erholung von Betäubung und Block. Und noch Leben dazu. Blankes Leben mit 59. Das ist schon extrem stark. Ja, das Leben ist auch höher. Ah, ich freue mich so. Ja, ich sehe es. Ihr könnt auch in einem Spiel, wo halt nicht für Solo Self-Hunter da ist, auch gut vorwärts kommen. Und so Solo bin ich jetzt auch nicht mehr. Also, einer hat mit mir ein paar Maps gespielt, aber ich habe natürlich keinen Loot bekommen, der hat alles weggenommen. Und gelevelt habe ich auch nicht, weil ich manchmal einfach gestorben bin, weil er Monster nicht besiegt hat manchmal. Aber gut. Das darf jeder Solo Self-Hunter, darf sich dann einfach nicht mehr Solo Self-Hunter nennen, aber ja, nicht so ernst nehmen. Also es spielt ja eigentlich alleine, oder? Weil ihr halt einfach manchmal Spiele braucht, wo ihr alleine seid. Also vor allem bei mir ist es so. Ja, hier haben wir noch die Verusos Ramböcke. Leider für uns nichts, wir sind Facebreaker, wir brauchen den Slot für die Handschuhe natürlich. So, haben wir irgendwas noch
Bases? Nö. Dann gehen wir gleich mal weiter. Muss nur schauen, ob hier irgendwo einer da ist, wo eine Quest gibt. Nur er. Super. Machen wir die Action gleich weiter. Schau noch kurz auf die Uhr. 20 Minuten. Gut. Und das Eis, also die Schneelandschaften, ja, danke schön, dass du nach oben gehst, ist natürlich wirklich eine Seltenheit und ich genieße immer, wenn ich hier bin. Auch im fünften Akt. Ich will mal noch kurz schauen, ob es irgendwie ein bisschen laggt. Ja. Die Latenz, die hat Lag-Spikes, die Servos sind halt nicht so gut im Path of Exile. Und dadurch gehen halt natürlich auch die FPS ein paar Mal kurz runter. So. Also, ich kann das wieder ausmachen. Das sehen wir eigentlich im dritten Part dann schon bei den Maps. Da können wir einfach mal die Maps ein bisschen durchwaschen. Die, die ich noch nicht gefunden habe, die Maps, die können wir machen. Und dann sind wir schon T7 ungefähr. T8 ist dann wirklich ganz neu für mich in dieser Season. Die Properties ist, glaube ich, die beste Liga gewesen. Weil ich eben nur zu Zeiten, wenn ich gerade wirklich ein bisschen Action brauche, spiele. Ich bin kein durchgehender Path of Exile Spieler. Hab zu viele Games, die ich natürlich auch spielen will. Aha. Fässer im Weg. It's a orange. Ganz viele Trüchen. Also wirklich schön ein Bild zum Action aufladen. Die müsst ihr auch nicht viel machen. Nur platzieren. Für viele ist natürlich der Tod im Bild, also ja, jeder der Totems benutzt, ein bisschen langweilig oder nervig. Aber ich finde es überhaupt nicht. Ich finde es sogar besser, wenn ich nicht gerade so viel mit der Maus herumschwenken muss. Jedem das seine. Und deshalb benutze ich halt in dieser Season eigentlich hauptsächlich Totenbilds. Damit ich eben, je weniger Zeit ich habe, desto unaufwendbare Builds muss ich nämlich spielen. Sonst kommt die nicht weiter. Ihr wollt ja weiterkommen. So. Letzte Eisebene oder Schneeebene. Tresore, kein Problem. Ihr könnt eingefroren bleiben. Nix. Es passiert einfach nichts. Es kann dir nichts passieren, du bist so zäh und alles. Was dir passieren könnte, ist, dass du von den Kadaverexplosionen vernichtet wirst, aber pff, momentan doch noch nicht. Die tun sich dann wirklich sprengen. Schauen wir dann ab T10 Maps, ob es auch noch gut geht, wenn wir da drin stehen und nichts machen. Aber jetzt noch nichts. Und es ist so, jeder Bild, der so wenig wie möglich im Talentbaum, also im Skilltree Ding braucht, Skills, desto weniger, also desto einfacher ist er. Und dieser Bild braucht wirklich nur Facebreaker. Alles andere braucht er nicht. Der kann voll MF eigentlich gehen. Aber wenn ich jetzt hier rasche, dann mache ich überhaupt kein MF drauf. Also kein IIR und kein IIQ.
Wo geht's? Alter, es geht nach oben. Das habe ich ein bisschen übersehen, dass es nach oben geht hier. Ne? So, wunderbar. Jetzt kommt die Wüste, die ist eigentlich mein Lieblingsspiel, Lieblingsebene in diesem Spiel. The Map. Ja, da gibt es Dinosaurier. Sind zwar keine Drachen, aber trotzdem mag ich sie. Weil so schwer sind sie jetzt auch nicht. Sind aber schnell dabei, die können doch schon Schaden machen. Aber dennoch, sie sind eigentlich einfach. Da sind die Schlangen hier viel stärker. Und diese Automaten da. So. Also, Path of Exile hat mir wirklich, wirklich wieder in den Bann gezogen. Aber eben Zeit habe ich da nicht. Ich genieße aber alles und möchte natürlich das alles auch mit euch teilen. Wenn ihr Lust habt, es zu schauen. Und Livestream. Und mal schauen. Weil momentan ist wirklich Minecraft natürlich auf meinem Kanal das A und O. Und da muss ich natürlich schon schauen, dass ich noch Zeit bekomme für Path of Exile und andere Projekte. Dying Quest ist übrigens sehr interessant momentan, aber ich komme auch nicht so dazu. Mache ich dann morgen wieder eine Aufnahme und bringe sie dann übermorgen. Und heute schlafe ich mal gar nicht. Weil es ist bei mir jetzt gerade schon 5:30 Uhr morgens und ich habe noch null schlafen können. Ich war schon 4 Stunden im Bett. Hab dennoch nicht schlafen können. Und jetzt bin ich wieder wach und mache die Aufnahme. So. Okay, Mumien machen ein bisschen mehr Schaden. Schön. Ja, ich mache überhaupt nichts mit Fortify. Ist klar, dass ich viel Schaden bekomme. Fortify macht, glaube ich, 20% physischen Schadensreduktion. Und natürlich mehr Schaden für die Totems, für alles. Ich höre jetzt gerade überhaupt nicht, wo der Rest durchgeht. Ich muss immer auf die Minimap schauen. Okay. Runter geht's jetzt. Ja, jetzt ist es selber auch ein bisschen überfordert mit meinem Killspeed. Sorry, dass es jetzt nicht gerade so flüssig ist. Okay, das ist einfach ein größerer Riss. Manche haben nur 2 und manche haben über 5 oder 6 Stationen, diese kleinen Einstiegslöcher der Monster. Oder Ausstiegslöcher. So. Also nochmal ein Spalt, natürlich ohne Probleme geschafft. Interessant, interessant. Da oben sind noch die gelben Gegner, die ich ausgelassen habe. Rare Gegner. Und sind die mitgekommen und gestorben? Scheinbar schon. Interessant, interessant. Wird total voll. So, machen wir dieses Event noch und suchen den Waypoint. Dann geht es morgen weiter mit dem Skorpion-Boss. Oder vielleicht mache ich, wenn ich Zeit habe, ein bisschen weiter noch, damit die interessanteren 4 Bosse dann kommen am Ende des 9. Akt. Das nehme ich immer ganz winzig klein.
Ja, prima. Geschafft. Und wieder etwas zu voll. Inventar, lass mich in Ruhe. Du bist immer zu klein. Ich interessiere mich jetzt gerade wirklich an die Breaches, die Risse. Ob ich die jetzt eigentlich komplett schaffe. Weil alle drei Builds, die ich ja gemacht habe, bis zu den Maps, haben das nicht geschafft. Leider eben, weil ich viel zu unterequipped bin. Viel zu wenig Defensive über die Rüstung habe. Ja. Aber der Flametoten-Build, der hat die schon recht gut geschafft. Ist aber eben relativ Single-Target. Geht natürlich zu wenig schnell. Aber überlebt habe ich die Risse mit dem Flametoten-Bild schon, weil er auch sehr defensiv ist. Es ist ein wirklich unglaublich defensiver Magier. Ja, also, Dankeschön fürs Schauen. Nächster Paar kommt dann morgen oder übermorgen, je nachdem. Ich werde einen strengen Tag haben und Schlaf und deshalb ja, muss ich schauen, wie viel ich auch leisten kann, wie viel aufnehmen. Ob ich danach in der Nacht wieder schlafen kann. Denke schon. Wenn ich genug müde bin, schon. Aber ich bin einfach, ja, immer alles, was ich mit Sport oder mit Bewegung zu tun habe, bei mir regeneriert mich wie Schlaf. Das tut einfach so gut. Außer den Augen. Aber ja, die sind ja auch wieder gut wegen dem 4 Stunden Ruhe vor PC. Sehr gut. Ja. Finde nichts mehr, also kein Riss mehr, nichts. Ich habe in den brennenden Feldern eigentlich immer wieder nach Breaches gesucht, weil da bis zu 3 kommen können. Aber ja, es lohnt sich überhaupt nicht ohne MF. So, ja, danke schön für die Belohnung, die ich nicht annehmen kann. So. Jo. Ja, Zaubergeschwindigkeit ist nichts. Widerstand auch eher nicht. Zu wenig MF auf dem Amulett. Dann nochmal eine. Oh, dann habe ich noch nicht identifiziert. Als schwach. Und hier rein noch. Was ist das? Frostkugel, okay. So. Und die hat auch noch etwas. Aha, der Sturm. Und die hat jetzt auch noch etwas. Ja, ist eine AC. Tipptopp. Und der nichts. Also, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.